Herzlich willkommen zu unserer heutigen Live-Session im Wissensmanagement MOOC 2016. Heute mit Frau Carmen Heinze und Herr Norbert Delfendahl aus dem Bereich Prozesse und Organisation bei Bosch Siemens Hausgeräte GmbH im Produktbereich Wäschepflege am Standort Berlin. Warum wir das an der Stelle so ausführlich aufschreiben, erklären die beiden wahrscheinlich gleich selbst nochmal. Im Bereich Prozesse und Organisation hat vor 2 oder 3 Jahren Frau Heinze, Herr Delfendahl, das Projekt KEEP gestartet. Und was dahinter steckt und was Sie da tun, erzählen Sie am besten selbst. Mein Name ist Delfendahl, wie die Frau Vollmer eben schon gesagt hat, aus der BSH Hausgeräte GmbH in Berlin. Wir werden ganz kurz, werde ich etwas zu der Firma sagen. Also die BSH Hausgeräte GmbH ist der größte Hausgerätehersteller Europas. Wir fertigen unter anderem die Produkte, die unter den Marken Bosch und Siemens verkauft werden. Nee, wir sind weltweit die Nummer 2 oder 3, je nachdem welcher Statistik man glaubt. Und beschäftigen uns natürlich immer wieder laufend mit dem ganzen Thema Prozesse optimieren. Die Frau Heinze, meine Kollegin und ich, wir arbeiten beide in dem Bereich Prozesse und Organisation. Das heißt, wir machen übergreifend Prozessmanagement als Dienstleister für die operativen Bereiche wie Entwicklung. Und damit komme ich im Grunde auch schon zu dem Thema, warum beschäftigen wir uns mit dem Thema Wissensmanagement. Zum einen, die Frau Heinze hat ja eine Präsentation vorbereitet, die wir verwenden wollen, nicht um sie vorzulesen, sondern um im Grunde dazu noch weitere Erläuterungen zu geben. Das ganze Thema Wissensmanagement ist für uns seit, wie die Frau Vollmer auch gesagt hat, seit 3 Jahren, na genauer gesagt jetzt seit 3,5 Jahren, seit 2013 ein Thema. Wir haben uns aus unserer Funktion Prozesse und Organisation mit dem Thema deshalb auseinandergesetzt, weil wir in unseren Prozessaktivitäten bei dem ganzen Thema Prozessoptimierung im Wesentlichen festgestellt haben, dass vielfach unsere Prozesse durchaus gut designt sind, aber die an dem Prozess beteiligten Kollegen und Kolleginnen teilweise nicht über das Wissen verfügen, was sie benötigen, um sich in dem Prozess sicher zu bewegen. Sodass wir dort also einen ganz klaren Zusammenhang zwischen Wissen und Prozesse anwenden oder auch Prozessmanagement allgemein erkannt haben. Nun ist es so, dass in unserem Team, wir sind also in dem Team 5 Personen, als wir das ganze Thema angefangen haben oder aufgenommen haben, dass es dort Handlungsbedarf gab, war das nicht eine unserer Kernfunktionen, sich um Wissensmanagement zu kümmern. Wir mussten das im ersten Step erstmal adressieren, dass es überhaupt ein Thema ist. Und wir haben natürlich auch Kapazität benötigt, das zu bearbeiten. Das war dann in 2013 der geeignete Zeitpunkt, das zu tun. Und auf dieser Folie hat die Frau Heinz mal dargestellt, wie die Ausgangssituation in 2013 war. Also wir hatten den Begriff Wissensmanagement in unserem Produktbereich. Dafür steht die Abkürzung PLC. Das ist also der Bereich Laundry Care, Wäschepflege. Weder dort noch in der BSH fest definiert. Er ist zwar in der Anwendung gewesen, aber es ist nicht beschrieben, was wir darunter verstehen. Was allerdings klarer ist, und zwar, das ergab sich aus dem ganzen Thema Personalentwicklung, dass das Wissensmanagement eine Führungsaufgabe ist. Das zeigt sich alleine schon daraus, dass jede Führungskraft mit seinem Mitarbeiter jährlich darüber spricht, in welche Qualifizierungsanforderungen oder Maßnahmen erforderlich sind im Hinblick auf das individuelle Wissen des Mitarbeiters. Und was wir auch in der Situation hatten, ist, wir sind in einem Großkonzern. Und es gibt im Konzern selber oder gab auch damals schon viele Methoden und Tools, die man im Hinblick auf Wissensmanagement anwenden konnte. Also wir hatten strukturierte Einarbeitungspläne als ein Beispiel. Diese Tools waren aber nicht miteinander verknüpft im Hinblick auf, wie kann ich denn Wissen optimal betrachten. Und wir haben uns dann diese Diskussion mit dem Management geführt, auch vor dem Hintergrund zukunftsorientiert. Ist der Umgang, wie wir das bis zu dem Zeitpunkt mit dem Thema Wissen begangen haben, ist das noch der richtige?
Natürlich, also oder aus unserer Sicht, mit dem Vorschlag, dort ein konzeptionell heranzugehen. Diesen Auftrag haben wir dann auch erhalten und das ist jetzt der untere Block dieser Folie. Und zwar haben wir konkret den Auftrag erhalten, ein bedarfsorientiertes Konzept zu entwickeln. Also nicht ein, ich nenne es mal System, ähnlich wie wir es bei uns im Konzern unter der Überschrift Entwicklungssystem führen, was, sage ich mal, Methoden beinhaltet, die durch alle anzuwenden sind, sondern ein bedarfsorientiertes Konzept. Das wird später noch ausgeführt, was Bestandteile dieses Konzeptes sind, was als Angebot an die Bereiche geht, um strukturierter, aber auch zielorientierter, und zwar in Abhängigkeit der Ziele unseres Bereiches, sich mit dem Thema Wissensmanagement auseinanderzusetzen. Ja, und dieses Konzept haben wir dann erarbeitet und dieses im Rahmen eines Projektes. Und dieses Konzept setzen wir jetzt seit gut 2 Jahren um. Ist es also in der Anwendung und wir haben da erste Erfahrungen gemacht, die wir jetzt mit Ihnen gerne teilen wollen. Und dann gebe ich das Ganze mal weiter an die Frau Heinze, die den weiteren Part übernehmen wird. Also einen schönen guten Abend kann man ja schon sagen, auch von mir. Frau Vollmer hat es gerade schon angesprochen, dass wir dem Wissensmanagement-Projekt und auch Konzept einen eigenen Namen gegeben haben. Es hieß, es wurde von Teams gerade gesprochen. Und ich zeige euch gleich aber auch, was auch KEEP bedeutet. Also KEEP steht für, dass wir uns mit Wissensmanagement beschäftigen und dass es hier darum geht, Erfahrungen zu berücksichtigen, auch die Erfahrungen, die mit Wissensmanagement schon gemacht wurden, dass wir alle Maßnahmen, die wir beschreiben, dass die auf Effektivität ausgerichtet sind und dass es hier aus unserer natürlich auch natürlichen Rolle heraus für Prozessmanagement verantwortlich sein, auch prozessorientiert KEEP selbst machen, als auch mit KEEP die Prozesse unterstützen möchten. Frage, die sich vielleicht stellt, warum haben wir das gemacht, warum haben wir einen eigenen Namen gegeben? Da Wissensmanagement als Begriff und vielleicht auch die Tätigkeit nicht unbedingt neu war in der BSH und auch nicht in unserem Produktbereich, wollten wir eventuell verbrannte Erde, die das Thema schon hinterlassen hat, nicht aufgreifen, sondern haben gesagt, wir wollen mit neuen Namen rangehen. Da auch als erste Erfahrung wir sammeln konnten, dass das sehr gut funktioniert hat, dass wenn wir mit dem Begriff, wir wollen mal über KEEP sprechen gekommen sind und auch heute ist das immer noch so, dass wir sehr positive Resonanz dazu bekommen. Sprich, dass KEEP als Begriff sich sehr schnell etabliert hat und auch, dass das was mit Wissensmanagement zu tun haben könnte und wir eher mit offenen Armen auch empfangen wurden. Also ist mit Sicherheit also auf jeden Fall etwas, was wir wieder so machen würden, hier uns die Zeit zu spendieren, einen eigenen Namen zu kreieren. Ja, wofür steht jetzt aber auch KEEP von den Inhalten her? Klar, es ist unser Konzept, wie wir im Produktbereich Wäschepflege in PLC Wissensmanagement machen, idealerweise machen, muss man dazu sagen, weil Sollzustand ist ja nicht immer gleich sofort der Ist-Zustand. Ja, er steht für diesen bedarfsorientierten Ansatz. Bedarfsorientiert heißt, dass wir, was auf der nächsten Satz sagen, kein System haben, wo alle nach demselben Prinzip alle gleich machen müssen. Wer jetzt auch im produzierenden Bereich kommt, wir sagen vielleicht sowas wie Produktionssysteme was. Toyota ist da ja auch ein Vorreiterbeispiel, die jetzt wirklich definieren, welche Methoden in der Produktion, wenn man das jetzt mal hätte, müssen eingesetzt werden und dass am Ende die Produktion gut läuft. Genau diesen Ansatz verfolgen wir mit unserem Wissensmanagement-Konzept KEEP nicht, dass wir sagen, alles, was da drin beschrieben ist, muss jeder machen, sondern wir gehen hier bewusst auf, mit euch gemeinsam suchen wir aus, was aus dem Gesamtrahmen KEEP für euch das Passende wäre. Und zwar an den Zielen orientiert, weil Produktbereich Wäschepflege, auch speziell hier am Standort in Berlin, haben wir die Produktentwicklung schwerpunktmäßig von Waschmaschinen zu sitzen. Das heißt, dass wir hier Abteilungen haben, Personen haben, die sich viel um neues Wissen Gedanken machen müssen, weil neues Wissen produziert werden. Und wo wir sagen, wir haben ja ganz andere Ziele, was sie mit ihrem Wissensmanagement erreichen wollen, als vielleicht die, das Qualitätsmanagement oder das Personal am Standort bei uns oder wir selber auch als Abteilung, so dass wir wirklich mit dem Konzept auch individuelle Ziele berücksichtigen wollen und dass es aber trotzdem einen gemeinsamen Rahmen hat. Und da auch ganz wichtig, KEEP und somit Wissensmanagement ist nach unserem Verständnis kein einzelnes IT-Tool, was jedenfalls nach unserer Recherche in einigen Köpfen
der Mitarbeiter schon da ist, dass wenn man Wissensmanagement, Datenbank oder Wissensmanagement, SharePoint-Lösung. Genau davon haben wir uns auch bewusst distanziert und haben da auch wieder mit diesem anderen Begriff, glaube ich, den Abstand bringen können, dass mit Keep hier ein neues Verständnis von Wissensmanagement auch etabliert werden soll. Ja, und das Letzte, etwas, wo wir sagen, was wir mit Keep und damit, dass es jemanden gibt, der sich darum kümmert oder übergeordnet kümmert, Good Solution Sharing machen wollen. Denn wie vom Herrn Detlef auch schon angesprochen, ist es nicht so, dass es vor uns und vor Keep kein Wissensmanagement gab, sondern es gibt ja immer noch Lösungen, wo wir sagen, dass wir die mit Keep eher so weit identifizieren wollen, dass wir sie auch anderen zur Verfügung stellen wollen. Also dass von guten Lösungen auch andere profitieren können innerhalb des Produktbereiches. Ja, und auch im Sinne von Optimierung des Bestehenden über das darüber austauschen, vielleicht auch gute Lösungen weiterentwickeln. Das Ganze, ich zeige es einfach als Grafik, weil wir das bei uns intern für die Kommunikation auch so verwenden, haben wir auch in eine Grafik gepackt, die letztendlich das ausdrückt, was ich gerade erzählt habe. Nämlich, dass man, ich weiß gar nicht, ich muss jetzt mal fragen, im Chat, sieht man das, wenn ich mit dem Pfeil darüber gehe? Ich glaube schon, oder? Ja. Ja, sieht man gut. Und zwar, dass hier dieser Kern, dass wirklich nach Zielen geschaut wird, also was will denn der jeweilige Bereich, die jeweilige Abteilung, die jeweilige Gruppe denn mit ihrem Wissensmanagement erreichen und dass dann mit Unterstützung von uns, während diese Ziele definiert, geschaut wird, um welche Methoden dann die passenden. Also letztendlich da die Systematik so ein bisschen umzudrehen, nicht eine Methode und was kann ich damit erreichen, sondern was will ich erreichen und welche Methoden brauche ich dafür. Und damit das Ganze nicht irgendwo jeder einfach nur zum Selbstzweck macht, haben wir dem schon einen Gesamtrahmen gegeben. Das heißt eine Gesamtstrategie, die sich da wiederum aus unserer Gesamtproduktbereichstrategie ableitet. Was aber für den jeweiligen Fachbereich im ersten Schritt nicht das Wichtige ist, weil das ist unsere Aufgabe als Keep-Team, darauf zu achten, dass das, was hier definiert wird als Ziele, was man mit Wissensmanagement erreichen will, dass das auch letztendlich dazu passt, wo auch unser Produktbereich insgesamt hin will. Ja, diese Keep-Beratung, das ist die Begleitung, das ist ein neues Modul und auch eine neue Dienstleistung, die wir mit Keep installiert haben und anbieten, dass wir eine wirkliche interne Beratung machen zu Wissensmanagement, was die große Herausforderung mit sich brachte und auch immer noch bringt, selber in den verschiedensten Bereichen von Wissensmanagement auch wirklich fit zu sein. Wir alle im Team sind keine ausgebildeten Wissensmanager, sondern beschäftigen uns eher aus, ja, vielleicht auch hauptsächlich persönlicher Affinität mit dem Thema. Und da auch das notwendige Fach-Know-how aufzubauen, ist eine, denke ich mal, auch dauerhafte Aufgabe, die wir uns da genommen haben. Ja, um die richtigen Methoden auszuwählen, bedienen wir uns an einem Methodenkoffer, dem wir auch wieder einen eigenen Namen gegeben haben, und das Keep Solution Kit. Dieser Methodenkoffer, den haben wir so zusammengestellt, dass wir meinen, die Methoden drin zu haben oder enthalten zu haben, die wir aktuell brauchen. Das heißt, in einem Jahr können die Inhalte eventuell ganz anders aussehen, dass Methoden wieder rausfliegen, dass neue Methoden reinkommen. Also wo wir auch gesagt haben, wir wollen ja kein starres Konzept, weil Wissensmanagement selbst entwickelt sich ja auch immer wieder weiter. Und wo es auch eine, jetzt nach dem Projekt, nach dem Konzeptionsprojekt, auch eine dauerhafte Betreuung für diesen Methodenkoffer, für das Solution Kit gibt. Wir haben uns dort auf bestehende Methoden konzentriert, also die bei uns schon angewendet werden, als auch neue Methoden, wo wir sagen, das gibt der Wissensmanagementmarkt her und die möchten wir gerne über Keep auch in der Organisation verteilen. Ja, und um dass das Ganze auch funktioniert und nicht nur einfach eine schöne Projektpräsentation wird, haben wir schon zwar während des Projektes begonnen, aber dann auch fortführend im Change Management auch dazu aufgebaut. Und das ist auch aus meiner Einschätzung einer der Module, warum wir überhaupt Umsetzung machen können. Weil wenn wir jetzt einfach nur nach dem Motto, hier ist das Konzept und würde euch helfen und macht doch und vielleicht das Top-Management findet das auch gut, glaube ich nicht, dass das gewirkt hätte, weil letztendlich viel Aufklärungsarbeit notwendig ist nach wie vor, was denn wirklich da möglich ist, warum man damit beschäftigen kann, sollte und was denn da an Potenzialen dahinter steckt. Etwas näher möchte ich gerne jetzt noch auf die Beratung eingehen und auch das Change Management mit dem Hintergrund, dass das wirklich das Neue ist, was es vorher noch gar nicht gab. Weil Methoden gab es vorher. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten, die schon irgendwie Gedanken gemacht haben, was sie mit den Methoden erreichen wollen,
Jetzt unterstützen wir Sie dabei, was das Ganze systematischer macht, aber die Beratung selber und das Change Management, das ist wirklich das, was wir mit Keep auch wirklich neu aufgebaut haben und jetzt neu als dauerhafte Aufgaben auch durchführen. Zur Keep-Beratung, nicht erschrecken, das ist eine sehr vollgepackte Folie. Ich werde die wesentlichen Inhalte dazu mündlich rüberbringen. Und zwar geht es darum in der Keep-Beratung, dass wir hier prozessartig vorgehen. Das soll ja auch ein Prozess sein. Und dass wir diese Prozessschritte auch wirklich nachhalten und wirklich auch darauf achten, dass die nacheinander umgesetzt werden, um da einfach Struktur in die Gedanken reinzubekommen, was auch unsere Unterstützung letztendlich ist. Weil ganz häufig, weiß nicht, ob da ähnliche Erfahrungen auch andere, ob jetzt Konzern oder nicht Konzern gemacht haben, finden sich viele, wenn sie sagen, sie wollen Wissensmanagement machen, schon hier eigentlich in dem Schritt Lösung und Umsetzung mit der Fragestellung, ja, was wäre denn jetzt die geeignete Methode für mich? Also es wird schon darüber nachgedacht, ob so ein SharePoint oder welche Datenbank oder ob man eine Community, ein Netzwerk gründen soll. Auch das erleben wir in den Gesprächen, in den Beratungsprojekten, dass ganz schnell die Gespräche immer schon um diesen Schritt hier hinten gehen. Und wo wir immer wieder diejenigen dazu zurückkommen und sagen, jetzt lasst uns erstmal nach der Kontaktaufnahme, klar, man muss ja irgendwo sagen, wir wollen hier miteinander zu Keep was machen, dass wir im Rahmen der Auftragsklärung alleine schon mal schauen, ist denn das, was Sie wollen, wirklich durch Wissensmanagement lösbar? Weil letztendlich manchmal kommen auch Themen auf, wir sagen, das ist gar kein Wissensmanagement-Problem, das ist vielleicht wirklich ein reines Prozessproblem erstmal, wo über den Prozess selber gesprochen werden muss. Und wo wir danach, nach dieser Auftragsklärung schauen, wie ist denn eigentlich eure aktuelle Situation? Was macht ihr denn schon? Was macht ihr gut nach eurer eigenen Einschätzung? Was macht ihr nach eurer eigenen Einschätzung nicht so gut? Und damit denen die komplette Ist-Situation analysieren, aufnehmen und einfach ein paar Fragen mehr stellen, als dass sie sich selber stellen würden. Und der nächste Schritt, die Fokussierung, da geht es dann an diese Zieldefinition. Sprich, was wollen wir eigentlich damit erreichen? Also wofür wollen wir das Wissensmanagement machen und was soll sich durch Wissensmanagement wie bei uns verbessern? Es zeigt sich in den bisherigen Projekten, dass das mit der schwierigste Schritt ist, sowohl für uns in der Beratung und sozusagen Moderation, als auch für die Teilnehmer selbst, sich da festzulegen, was will ich denn eigentlich? Wo soll es denn hingehen? Und nicht nur so generisch, man könnte, sollte und wollte, sondern auch wirklich konkrete Ziele, wo man sagt, das ist auch etwas, was in den nächsten 2, 3 Jahren erreichbar wäre. Nicht nur das ganz große Ganze, sondern auch runtergebrochen auf kleine Zwischenziele. Die Arbeit lohnt sich aber. Also wir selber sind immer wieder begeistert, dass wenn man sich die Zeit nimmt, hier sich die Gedanken zu den Zielen zu machen, wie viel effektiver dann am Ende wirklich diese Methodenauswahl läuft. Zu schauen, mithilfe dieses Methodenkoffers, der Solution Kit, was von diesen Methoden erreicht denn jetzt welches Ziel und was sollte denn wirklich gemacht werden. Wir hatten Beispiele, dass Methoden, die aktuell eingesetzt werden in einem Fachbereich, nachdem rausgeflogen, also sprich, dass festgestellt wurde, wir brauchen das gar nicht mehr machen, weil damit erreichen wir keins unserer Wissensmanagement-Ziele. Wir machen das somit eigentlich umsonst. Als auch, dass neue Dinge dazugekommen sind oder sich auch schon aktuell im Einsatz befindende Methoden sich bestätigt haben, in Sicht, oh, das ist genau das Richtige, wir sollten das vielleicht nur noch stärker oder noch optimierter machen. Beispiel wäre, dass schon ein SharePoint genutzt wird und der aber vielleicht nur sporadisch genutzt wurde und man hier festgestellt hat, dass der SharePoint genau das richtige Tool ist und man da die Möglichkeiten der SharePoint viel umfänglicher nutzen sollte und könnte. Ja, und damit, sag mal, nachdem hier bei diesem Schritt Lösung und Umsetzung das nicht im Alltagsgeschäft untergeht, gibt es bei uns auch einen 6. Schritt, ein Wirksamkeitsreview, wo wir uns anschauen, ist das, was wir an Maßnahmen gemeinsam definiert haben, hat das geholfen? Wie gut läuft die Umsetzung? Wo gibt es Fragen? Wo gibt es Probleme? Wollen wir noch was anderes ausprobieren? Also wo wir da als Berater mit dranbleiben und mit unterstützen, im Sinne von die richtigen Fragen stellen. Das Doing selber, also das, die Methoden auch wirklich anzuwenden, das bleibt die Verantwortung des Fachbereiches. Also wir bauen keine SharePoints auf, wir machen keine Dokumentation von Ordnern in digital, weil wir sagen, unsere Beratung verstehen wir so, dass wir dabei unterstützen, den richtigen Weg zu finden, aber laufen müssen sie alleine. Wir haben durchaus in dem Methodenkoffer zu den Methoden auch Ansprechpartner definiert. Also wer, wenn Fragen dazu da sind, Ansprechpartner sein kann oder Ansprechpartner ist. Auf die Person kann zugegangen werden, wenn man Unterstützung bei der Umsetzung
braucht. Das sind dann aber nicht wir als Key-Berater, sondern das sind dann die sogenannten bei uns Methodenordner, die wir definiert haben. Im Idealfall dauert ein so ein Beratungsprozess zwischen 3 bis 6 Monaten, wobei 6 Monate schon sehr lang ist. Wir versuchen das in 3 Monaten jeweils durchzuziehen, einfach um sich da auch in so ein, ja, ich glaube, man kann es nennen, so ein Gedankenflow reinzudenken, weil letztendlich um diesen Schritt Fokussierung hier gut hinzubekommen, muss man sich gedanklich einfach in diese Welt einlassen oder einsteigen. Und wenn da zu große Abstände dazwischen sind, funktioniert das einfach nur sehr schwer. Deswegen machen wir als Berater dort schon Druck, zu sagen, so, Termine getaktet, also wenn hier auch klar ist, nach dem ersten Schritt Kontaktaufnahme, ja, wir machen hier ein gemeinsames Projekt, dann stellen wir auch sofort alle Termine für den ganzen Beratungsprozess ein und halten da auch wirklich die Termine nach und machen auch ein bisschen Druck, dass das auch wirklich umgesetzt wird oder die Leute dann auch, die Teilnehmer, die Mitarbeiter kommen. Unsere Arbeit, unser Verständnis von Wissensmanagement, wie wir beraten, fundiert hauptsächlich auf dem Wissenskreislauf, sprich, dass wir nach diesem Prinzip die Fragen stellen, im Sinne von, was wird gemacht zum Wissen nutzen, zum Wissen bewahren, geht es hier hauptsächlich um Wissenerwerb oder geht es um Wissen verteilen? Also das ist unsere die theoretische Grundlage aus der Literatur, nach der wir unser Verständnis, Definition von Wissensmanagement anpassen. Ja, gehe ich zum Change Management. Auch hier soll es hauptsächlich dem Überblick dienen, was haben wir gemacht. Also wir haben während des Projektes zur Konzeption von KEEP damit schon angefangen, hier auf KEEP im ersten Schritt aufmerksam zu machen, neugierig zu machen und auch Antworten zu geben, was kommt denn da, was passiert mit KEEP, habe ich denn auf den Schlag mehr Arbeit, muss ich sofort ein Projekt machen oder wie soll KEEP funktionieren, wo wir hier von Anfang an auch kommuniziert haben, dass nicht alle sofort mit uns starten müssen, also sofort ihr Wissensmanagement auf den Kopf stellen müssen, sondern dass wir nach und nach, weil auch unsere Kapazitäten begrenzt sind, nach und nach diejenigen mit uns ein Projekt machen, ein KEEP-Beratungsprojekt, die sich diesem Thema widmen wollen. Also so ein Freiwilligkeitscharakter, weil es ist ja kein System, was wir einführen, sondern eine Dienstleistung, die wir anbieten und wo wir sagen, dass einfach beide Seiten das ja wollen müssen und deswegen hier dort den Ansatz gehen, Freiwilligkeit im Sinne von, dass der Fachbereich uns anspricht oder wir mit denen gemeinsam feststellen, dass sie freiwillig wollen. Die letzte Phase, das Motivierende, also wirklich da, also hier zu sagen, ja, wir wollen KEEP machen, das ist eine tolle Sache, das ist etwas, was dauerhaft läuft, deswegen steht dort auch ab April, also das war der Zeitpunkt auch, wo wir mit KEEP in der Umsetzung gestartet haben und wo wir im jährlichen Rhythmus aufstellen, was wir jährlich zum laufenden Change Management machen wollen. Da gehen wir auch strukturiert vor, das heißt, wir machen eine Stakeholder-Analyse, wer ist uns denn wichtig in zum Beispiel dem Jahr 2017, leiten dann ab, welche Change Management Ziele für die jeweilige Zielgruppe besteht, für den jeweiligen Stakeholder, ob es um Sensibilisierung geht, ob es darum geht, denjenigen Chief vorzustellen, bekannt zu machen oder ob es darum geht, Aktivitäten anzustoßen. Und daraus runtergebrochen entsteht dann ein ganz konkreter Maßnahmenplan, den wir dann auf die Jahresscheibe getaktet aufstellen, umsetzen, tracken und am Jahresende schauen, hat das denn funktioniert, was wir uns da vorgenommen haben. Und dann im Folgejahr darauf zu lernen und Dinge genauso gleich oder auch anders zu machen. So, und um meine Vorstellung von dem KEEP-Konzept so an der Stelle erstmal zu beenden, haben wir noch ein Zwischenfazit mitgebracht. Schau ich mal, weitermachen. Jetzt darf ich das Zwischenfazit machen. Okay. Ja, genau. Also unser Zwischenfazit ist das, es ist wichtig und richtig, dass das ganze Thema Wissensmanagement von einem Team oder vielleicht auch von einer Person, je nachdem wie groß die Einheit ist, also bei uns ist es ein Team auf jeden Fall, übergreifend und steuernd agiert wird in dem Bereich. Also dass es für die Organisation einen klaren Ansprechpartner für das ganze Thema Wissensmanagement gibt, sowohl für das Management als auch für alle unsere Mitarbeiter. So, wir haben weitergelernt. Was uns gut gelungen ist, ist unser Begriff, so wie die Frau Heinze vorhin erläutert hat, unser Thema KEEP in die Organisation zu bringen. Aber das ganze Thema Wissensmanagement an sich bleibt schwer greifbar. Also wir haben viele Personen kennen inzwischen KEEP.
fragen sich aber manchmal trotzdem noch, ob sie ihr Wissen richtig handhaben. Da wird also weiterhin regelmäßige Aufklärung, das was die Frau Heinz auch eben skizziert hat, unser Change Management ist so angelegt, dass wir das dauerhaft betreiben werden, um diesen Begriff Wissensmanagement auch richtig und immer wieder in der Organisation zu verankern. Ganz wichtig aus unserer Sicht, dieser dritte Punkt, die Dienstleistung, Beratung wird dankend angenommen. Das ist auch eine Sache, die wir uns oder die uns öfter zurückgespielt wird, nach dem Motto, wir sind in einem oder in einem, wahrscheinlich typisch in einem Großkonzern, manchmal ganz gut da drin, Vorgaben zu geben. Wir helfen aber der Organisation nicht unbedingt, diese Vorgaben dann auch umzusetzen. Das ist hier bei dem Thema KIT so, dass wir mit der Beratung natürlich die Organisation dabei unterstützen, ihr Businessmanagement zu verbessern. Und demzufolge ist es vielfach auch von Kollegen oder von Fachbereichen, kriegen wir zurückgemeldet, das hilft schon, dass wir mit Sie an die Hand nehmen, so nenne ich es jetzt mal, also strukturiert mit Ihnen ein Projekt durchgehen. Ja, nichtsdestotrotz, das ist der nächste Punkt, ist es dann schwierig, wenn dieses Projekt dann beendet ist, KIT weiterhin als oder Wissensmanagement weiterhin als alltägliches Thema zu nehmen, also sich laufend darüber Gedanken zu machen, sich bei mehreren oder verschiedenen Fragestellungen zu überlegen, ob die Methoden, die man kennengelernt hat, für diese Fragestellung geeignet sind. Also wir sind noch eine Ecke davon entfernt, dass Wissensmanagement für alle unsere Kollegen oder speziell auch für die Führungskräfte natürlicher Bestandteil ihrer Tätigkeit ist. Was uns aber Hoffnung immerhin oder weiterhin macht, ist, beim Thema Top-Management haben wir eine sehr hohe Unterstützung. Also das heißt, für das Top-Management ist auch, glaube ich, gerade der Ansatz, wir spiegeln uns gegen die Ziele, die für den Produktbereich definiert sind und fragen, wo kann das Erreichen dieser Ziele durch ein besseres oder strukturierteren Umgang mit Wissen unterstützt werden. Das ist für das Top-Management hochattraktiv, denke ich. Und auf der anderen Seite ist aber auch das Thema Unterstützung zu bieten durch Beratungsleistung. Etwas, was ja auch vom Top-Management kommt, weil letztendlich wird uns dafür Kapazität zur Verfügung gestellt, dass wir es erbringen können. Und das ist ja eine Kapazität, die den Fachbereichen dann letztendlich hilft, bei dem Thema weiterzukommen. Also unser Fazit ist, wir haben unser Konzeptionsprojekt so weit abschließen können, dass es auch gut in die Umsetzung gegangen ist. Wir haben erste Erfahrungen auch positive Erfahrungen bei dem Thema Beratung gesammelt. Wir machen weiterhin Change Management. Wir haben weiterhin unsere Zielgruppen Mittelmanagement im Wesentlichen. Das heißt, in unserem Sprachgebrauch sind das sogenannte Gruppen- oder Teamleiter. Denn dort sind im Wesentlichen die Themen oder schlagen die Themen auf, wo festgestellt wird, wir haben beim Wissensmanagement eine Lücke, nenne ich es mal. Und genau mit diesen Kollegen machen wir in der Regel auch unsere Beratungsthemen. Also das heißt, da sind dann Gruppen betroffen in Größenordnung 10 Personen, mit denen wir dann ihren jeweiligen individuellen Wissensmanagement-Ansatz verbessern im Hinblick auf Verbesserung der Zielerreichung. Also da geht es ja nicht nur darum, Wissensmanagement des Wissensmanagement wegen zu machen, sondern letztendlich die Einheiten auch dabei zu unterstützen, ihre Ziele zu erreichen, die ja dann wiederum auch zur Zielerreichung des gesamten Bereichs führen. Ich glaube, das war jetzt das, was wir so vorgesehen hatten im Hinblick auf Vorstellung unseres Wissensmanagement-Konzepts mit dem Namen KIEP oder eben K.E.E.P. Was ganz spannenderweise, nicht nur der Name, sondern auch die Schreibweise, sehr schnell angenommen wurde von Kolleginnen, die zwar mit der richtigen Bepunktung da manchmal noch ein bisschen Schwierigkeiten haben, aber sich Mühe geben, es mit umzusetzen. Ja, vielen Dank, Frau Heinze, Herr Delfendahl. Ja, genau, vielleicht mal kurz die Frage an die Runde, ob es Fragen gibt. Ich habe gesehen, der Herr Jürgen Huhle hat eine Frage dazu und auch Kommentare im Chat geschrieben. Ich gebe mal sein Mikrofon frei, dass er das selber formulieren kann. Hm? Herr Huhle, Sie können jetzt wirklich selber äußern. Wunderbar, ich bin zu hören, ja? Mhm, ja. Genau. Hallo. Ja, hallo. Das KIEP-Team wird ja im Zuge der ganzen Umsetzung wird ja immer wissender, zwangsläufig.
über Prozesse, über Inhalte, über Produkte, über auch über Situationen, die entstehen. Wie schaffen Sie es, dieses Wissen? Ja, im Prinzip, das betrifft ja nicht nur die eine Abteilung, mit der Sie arbeiten, sondern es betrifft ja viel mehr. Wie werden Sie das nach außen tragen? Also in die anderen Abteilungen? Das ist eine spannende Frage, mit der wir uns aktuell auch beschäftigen. Und das geht ja in dieses Good Solution Sharing. Genau. Was momentan, müssen wir ehrlich zugeben, noch zufällig passiert, weil wir uns in den ersten zwei Jahren der Konzeptumsetzung auf diese Beratungsprojekte gestützt haben, weil wir gesagt haben, da schaffen wir erstmal Ergebnisse, was auch von uns erwartet wird. Und wo wir jetzt genau an der Stelle sagen, so, es sind die ersten Erfahrungen bzw. dieser Wissensaufbau, dieser Good Solution zu kennen, jetzt da. Und wie bringen wir es jetzt standardisiert wieder in die Organisation zurück? Wir werden es auf jeden Fall unter dem Stichwort KEEP machen. Es wird eine Art Reporting-System mit Sicherheit sein. Und wie genau das aussieht, das ist die Aufgabe, die wir jetzt für das erste Quartal vorgenommen haben. Das möchte ich noch in eine Richtung ergänzen. Es ist so, dass wir uns vor kurzem gerade den Auftrag geholt haben, das ganze Thema strukturierten Wissenstransfer anzugehen. Also wir haben schon erkannt in unseren Beratungsaufträgen, dass das ein Thema ist, was nicht nur in einem Bereich, sondern was im Grunde für den gesamten Standort hier relevant ist. Ich nehme an, das ist bei Ihnen ähnlich. Das ganze Thema, eine Person verlässt ein Unternehmen, wie kann ich denn sicherstellen, dass dieses Wissen, das diese Person hat, das spezielles Erfahrungswissen, auch strukturiert weitergegeben wird. Ein Stichwort ist in dem Zusammenhang Expert Debriefing. Das ist aber nur eine Methode. Auch hier gibt es von unserer Seite verschiedene Vorgehensweisen. Und dieses werden wir so jetzt aufbereiten, dass es eben nicht nur für einen Bereich, sondern bereichsübergreifend, zumindest für den Standort, dort ein Konzept für ein strukturiertes Vorgehen geben wird. Also das ist auch eine Sache, also die wir als Auftrag haben, die Dinge, die wir in einzelnen Beratungsprojekten erkennen, dass sie nicht nur diesen einzelnen Bereich für diesen relevant sind, sondern im Grunde für mehrere, vielleicht sogar für die gesamte Organisation, diese dann auch zur Entscheidung an unser Management zu geben, nach dem Motto, dort dann auch eine einheitliche Vorgehensweise für alle. Dort werden wir dann allerdings diesen bedarfsorientierten Ansatz verlassen, weil wenn wir ein Konzept strukturierten Wissenstransfer haben, dann werden wir auch das Ziel haben, dass das natürlich überall angewendet wird. Danke. Geht uns genauso. So, die Frau Oswald hebt die Hand. Vielen Dank für den guten Vortrag. Mich würde interessieren, aus welchen Bereichen Sie 5 kommen, um da Wissensmanagement zu machen und die Akzeptanz im Unternehmen zu haben, um zu beraten. Also wir sind ja im Bereich Prozess und Organisation eh schon auch in den Fachbereichen in anderen Rollen unterwegs. Also wenn wir ein Prozessoptimierungsprojekt machen, zum Beispiel, sind wir da ja eh schon bekannt. Also unsere Rolle als Dienstleister ist bekannt. Und was uns sehr hilfreich ist, dass wir mit dem Satz, das Top-Management hat uns beauftragt. Das hilft einfach, muss man so sagen. Zusätzlich natürlich, wenn relativ schnell auch rüberkommt, wir können auch helfen. Ich glaube, wäre es egal, aus welchem Bereich wir kommen. Bei mir persönlich ist es so, dass ich, bevor ich in den Bereich Prozesse und Organisationen wechselte, im Personalbereich tätig war, also auch Personalhintergrund vom Studium habe. Und dadurch, wenn ich auch das Gefühl habe, wenn ich das erzähle, dass da relativ schnell auch, bei Personal, Wissensmanagement, Weiterbildung, irgendwo gibt es ja ein paar Schnittstellen, dass man sowohl mir als Person das zutraut, dass ich da wohl was wissen könnte, als auch, dass diese Dienstleistung von uns als Bereich eh auch in anderen Bereichen, also in anderen Themen schon angenommen wird. Und ob da jetzt welches Kürzen dahinter stehen würde, würde ich behaupten, wäre total egal, wenn wir mit der Dienstleistung in einen anderen Bereich wechseln würden, glaube ich, würde es genauso funktionieren, weil es mehr an der Person, an der organisatorischen Einheit hängt. Kann ich bestätigen, wir sind eine Kombi zwischen Produktion und Technik, Innovation Center und Personal. Okay, danke. Vielen Dank. Ja, wobei es schon, sag ich mal, schon wichtig aus unserer Sicht ist, das ganze Thema mit den Prozessen zu koppeln. Also es ist, glaube ich, nicht zufällig, dass wir als, also unsere offizielle Bezeichnung nennt sich Geschäftsprozessoptimierung oder Business Process Management. Und damit
wollen wir das Ganze natürlich immer auf unsere Prozesse, weil wir wollen ja unsere Prozesse verbessern und das eben halt auch durch Wissensmanagement. Okay, vielen Dank. Wenn Sie das jetzt anderthalb Jahre so ungefähr, so über den Daumen geschätzt mal machen, in unterschiedlichen Abteilungen, dann gibt es doch bestimmt Themen, die also neben den ausscheidenden Mitarbeitern immer wieder auftauchen. Was sind denn so die Haupt-Key-Themen, die so bei Ihnen rauskommen? Ich würde behaupten, viele Themen, die rund um Kommunikation gehen. Und ich weiß nicht, ob das jetzt einfach ein Problem ist, was wir haben, aber was schon immer wieder rauskommt, ob es auch an Konzernen liegt, weil es manchmal einfach nicht so einfach anders zu machen geht, dass es eine große Disharmonie oder Disbalance, besser gesagt, gibt zwischen Wissen-Teilen und Verteilen. Also dass sehr viel verteilt wird, aber wenig Methoden zum Einsatz kommen, wo es um Wissen-Teilen geht. Und das ist etwas, was wir jedenfalls bisher als übergreifende Themen oder Problemstellungen identifizieren konnten. Vielen Dank. Ich habe noch eine zweite Frage, die sich gleich mit anschließt. Wie ist denn bisher so insgesamt die Akzeptanz? Wie klappt das mit dieser Motivation? Ist das jetzt mehr, dass Sie die Abteilung nach Ihrem Jahresplan ansprechen? Oder kommen auch Leute spontan und sagen, hey, das haben wir jetzt gehört, das wollen wir jetzt unbedingt? Ja. Also das ist sowohl halt auch, wobei wir uns hoffentlich jetzt dahin bewegen, das Letztere, was Sie gesagt haben. Also man muss dazu sagen, wir haben, als wir mit unserem Projekt fertig waren, mit dem Konzeptionsprojekt, haben wir vereinbart, dass wir dieses Projekt in jeder Abteilung vorstellen, und zwar ganz gezielt auf Ebene des Abteilungsleiters. Das war dann nämlich auch genau der Zeitpunkt, dass die erste Diskussion führen konnten, inwieweit ist es denn für Ihren Bereich interessant, hier eine Unterstützung. Dort, da haben wir dann im Grunde die ersten Aufträge dann auch angenommen oder zumindest die ersten Kontakte hergestellt. Im Hinblick, wobei, da war das Gefühl dann schon eher dieses, ja, dadurch, dass ja die Produktbereichsleitung das möchte, mache ich mir jetzt auch Gedanken darüber, wie könnte das mir denn helfen. So, da waren dann die Themen, sind vernünftige oder gute Projekte daraus geworden. Und ich glaube, dadurch, dass diese Projekte erfolgreich waren, sind wir jetzt auch in der Situation, also die letzten beiden Themen, möchte ich meinen, die auf uns zugekommen sind, die kamen dann direkt aus der Organisation, zum Teil zwar auch noch mit einer falschen Vorstellung, nach dem Motto, hilf mir doch mal, ein SharePoint jetzt einzuführen. Dann allerdings, so wie die Frau Heinze das geschildert hat, haben wir, ich nenne es jetzt mal so unfreundlich, die Kollegen in unser Gerüst gezwungen und haben dann halt mit ihnen gesagt, okay, wenn dann wir unterstützen, dann im Rahmen unseres Beratungsansatzes, und dann wurde halt die Fragen dann auch anhand des Kreislaufes bearbeitet und gestellt, und dann wurde halt nicht ein SharePoint in dem Sinne jetzt alleine eingeführt, sondern dann wurden halt die Fragen gestellt, welches Ziel wird damit verfolgt? Im Hinblick auf den Umgang mit dem Wissen, reicht das? Ist das wirklich das Gelbe vom Ei, das Thema SharePoint? Und haben dann aber auch dort gemerkt, dass die Kollegen für sich erkennen, dass das einen Mehrwert bringt, sich über das Tool hinaus Gedanken zu machen, inwieweit eigentlich ihre Aktivitäten in dem Wissenskreislauf einzuordnen sind und ob sich daraus nicht noch weitere Zielstellungen ergeben oder ob diese Methode wirklich die einzige ist, die dieses Ziel erreicht. Also ich denke, wir befinden uns jetzt gerade in diesem Weg. Auf der einen Seite, wir werden immer vom Management weiter beauftragt werden, also auch aus der Ebene Abteilungsleiter, auch wenn dort diese Themen nicht direkt sind. Aber auf der anderen Seite kriegen wir jetzt halt auch schon Anfragen, entweder aus dem Mittelmanagement, oder aus dem Thema Mitarbeiter, wobei wir dort dann natürlich immer darauf achten müssen, dass wir einen entsprechenden Auftrag dann noch einholen. Gut, also vielen Dank für die Antwort. Ich habe jetzt noch eine Frage vom Herrn Grabig. Ich würde ihn mal freischalten dafür. Sie können jetzt reden. Falls er jetzt das nicht hören kann, ich lese mal die Frage vor. Manchmal geht er aufs Mikrofon nicht, obwohl ich es ja einschalten kann. Also benötigt man nicht ein Tool, um das gesamte Wissen zu verwalten und eine Akzeptanz zu schaffen? Muss man nicht doch ein Tool einsetzen dafür? Ich vermute mal, das geht in Richtung IT-Tool jetzt oder IT-Lösung. Ja, die man verwendet. Wir haben natürlich in unserem Methodenkoffer vollkommen richtig auch Tools mit dabei, also IT-Tools. Wovon wir uns deswegen das auf dieser ersten Key-Pool mit dabei nur bewusst abgrenzen wollen, deswegen formulieren wir das so vielleicht auch ein bisschen überspitzt,
dass für uns Keep mehr ist als einfach nur ein IT-Tool. Dass es immer Bestandteil sein wird, weil vollkommen richtig, irgendwo muss ja das Wissen auch reingepackt werden. Irgendwo muss man es ja auch für die Nachwelt vielleicht festhalten. Das ist ja, aber es ist nicht das alleine. Bei uns ist es so, es gibt zig SharePoints, zig Datenbanken und es krankt am Ende daran, dass aber erstens keiner weiß, was da alles drinsteht und vielleicht zweitens auch keiner überprüft, ist das noch alles aktuell und dass auch kein Konzept dazu existiert, wie wird das denn überhaupt auch genutzt, was da drin steht. Weil es ja alles ganz schön, dass wir es dokumentiert haben, viel Fleißarbeit, ein Wiki alleine zum Beispiel aufzubauen, das ist eines unserer Beispiele, wo mit viel Arbeit, viel Zeit, viel Geld ein Wiki aufgebaut wurde, was heute neue Mitarbeiter, die in dem Bereich einsteigen, teilweise gar nicht kennen. Und genau deswegen ist auch unser Kreislauf, den wir haben oder auf den wir unsere Fragestellungen aufbauen, da eine so gute Hilfestellung, weil wir das, was schon gemacht wird, ja nicht alles negieren im Sinne von, es war alles falsch. Bisher im Gegenteil, das würde ich ja sagen, vielleicht ist das auch schon das Richtige, aber halt die Kombination mit anderen Methoden aus dem Solution Kit, aus dem Methodenkoffer, die macht diese eine Aktion erst richtig wertvoll. Das auch noch dahingehend ergänzen, also wenn die Fragestellung wirklich so lautet, das gesamte Wissen, dann gehen wir dieser bewusst aus dem Weg, weil wir nicht glauben, dass wir jemals das gesamte Wissen, also selbst wenn wir es einschränken, das ist die erste Anforderung auf erfolgsrelevantes Wissen, weil letztendlich ist ja nicht das gesamte Wissen der Organisation relevant für Wissensmanagement, sondern aus unserer Sicht halt das Erfolgsrelevante. Aber selbst wenn wir das darauf einschränken, glauben wir nicht, bei unserem Standort arbeiten inzwischen 800 Mitarbeiter, in unserem gesamten Produktbereich 5500 weltweit, dass es uns gelingen wird, dieses Wissen in irgendeinem System zu erfassen, weil wir auch sehr viele unterschiedliche Systeme Stand heute zulassen. Also wir haben natürlich Product Lifecycle Management Systeme, die wir einsetzen, wo Wissen ist. Wir haben unser SAP, also ERP-Systeme, wir haben SharePoints, wir haben Verzeichnisstrukturen, wir haben unterschiedliche Dateiformate, wir haben unterschiedliche Vorlieben in der Organisation, wie Informationen, nenne ich es jetzt mal nicht Wissen, sondern wie Informationen, die eher das Basis für Wissenden sind, abgelegt werden und sind deswegen ganz bewusst nicht diesen Weg gegangen und haben gesagt, wir haben das Ziel, dem Bereich oder selbst diesem Standort das gesamte Wissen zur Verfügung zu stellen, sondern wir sagen, die Bereiche, die wissen, wie und wo sie ihr Wissen, welches das Erfolgsrelevante ist. Und dort wollen wir zunächst helfen. Wir werden natürlich damit Stück für Stück, weil wir ja auch die gleichen Vorgehensweisen dann haben, dort zu etwas führen, dass wir mehr Transparenz in das Thema reinkriegen. Aber dieses große Ziel, das Wissen, und weil es ist auch für uns ein Thema, so ein philosophisches Thema, weil selbst wenn ich dieses Wissen nachher alles erfasst habe, so wie die Frau Heinze eben ausgeführt hat, ist es dann noch aktuell? Also lohnt es sich wirklich, diesen Ansatz zu gehen? Für uns zurzeit nicht. Also für uns ist es wichtiger, in den kleinen, in Anführungsstrichen, Einheiten, wo das Geschäft läuft, dass dort mit dem Wissen richtig umgegangen wird. Und im Idealfall ist dieses Wissen dann auch verfügbar für andere nachher. Und so, dass auch andere sehen, man kann das ja vielleicht auch in der Form machen. Und dass sich das dann irgendwie, in Anführungsstrichen, ich weiß selber nicht genau wie, aber nachher zu einem großen Ganzen zusammenkommt. Gut, vielen Dank. Also Sie haben auch das Thema schon beantwortet, warum es gerade in so großen Organisationen immer schwer ist, nicht zig Tools, sondern ein Tool zu verwenden. Ich kenne das aus größeren Unternehmen auch, die zusammengewachsen sind, dass eine Einigung auf ein Tool quasi unmöglich ist. So. Ja genau, man braucht es auch nicht unbedingt. Ja. So. Ich hebe mal meine Hand. Gut, dann mach du mal. Ich habe auch noch eine Frage, weil das Thema dieses einen umfassenden, glücklich machenden Systems ist ja auch so dieses Thema letztendlich eines zentralen Ansatzes. Jetzt ist ja Ihr Ansatz, denke ich, so spannend, weil da so eine Balance versucht wird zwischen einem dezentralen, Sie nennen es immer den bedarfsorientierten Ansatz, man könnte vielleicht auch sehr zeitgemäß von einem agilen Ansatz sprechen, aber gleichzeitig ist es ja etwas, was aus einer zentralen Funktion heraus passiert und mit dem der Wissenssicherung oder dem Transfer kommt da jetzt auch ein erstes zentrales Thema rein. Was würden Sie denn sagen jetzt nach der bisherigen Zeit, wie schwierig ist es denn diese Balance zwischen dezentral bedarfsorientiert und doch einer gewissen
zentral gesteuerten Standardisierung zu halten und wo liegen aber auch genau die Vorteile aus Ihrer Sicht dieses Ansatzes? Das ist im ersten Teil der Frage, glaube ich persönlich, dass es auch eine Frage der eigenen Haltung ist. Also ich glaube, je nachdem, wie überzeugt ich von welchem Ansatz bin, wird es besser oder nicht besser oder gut funktionieren. Wenn ich mir selber unsicher bin, ob jetzt der dezentrale Ansatz wirklich der richtige ist, ich glaube, dass es dann sehr schwierig ist, den wirklich auch in Balance zu halten und nicht in diese zentrale Funktion, die wir natürlicherweise aus unserer Position heraus innehaben, da immer wieder zu schwenken und dann da vielleicht doch, obwohl man nach außen dezentral unterwegs sein will, doch zentral unterwegs zu sein. Andererseits trotzdem eine gewisse zentrale Funktion einzunehmen, hilft halt, um in Aktion zu kommen. Wie gesagt, ich persönlich glaube, dass es eine Frage der persönlichen Überzeugung ist, wie es am Ende auch funktioniert in der Praxis. Also das, was ich wahrnehme, ist, unser dezentraler Ansatz wird teilweise von unseren Kollegen auch gesehen eher dahingehend, naja, die wirklich großen Themen, die könnt ihr damit ja nicht reißen, weil die sind ja auf Konzernebene. Und da müssen wir auch des Öfteren dahingehend argumentieren und trotzdem hat jeder die Möglichkeit, in seinem Verantwortungsbereich, in Anführungsstrichen, oder mit seinen Themen richtig und besser umzugehen. Wir werden, und das ist ja auch so eine Entwicklung, diesen Spagat, glaube ich, weitergehen müssen. Wobei, Stand heute ist es ja so, wir sind ein sehr großer Laden, nenne ich mal. Also das bedeutet, es ist nicht absehbar, dass der Bedarf jetzt irgendwie aus diesen bedarfsorientierten, also aus den dezentralen Einheiten versiegt. Und auf der anderen Seite ist aber schon erkennbar, dass wir eben halt manche Themen auch zentraler. Und das ist ja das, was den Ansatz, was ich vorhin geschildert habe, den wir jetzt auch gehen mit einem Thema und so werden auch weitere Themen kommen. Dass wir, ich sehe jetzt also nicht zurzeit das Risiko, dass wir da den einen Ansatz verlassen und zugunsten, also den bedarfsorientierten verlassen zugunsten eines zentralen, sondern dass wir das einfach dahingehend ergänzen, dass wir sagen, da wo es sinnvoll ist, und man muss aber dann aber auch sagen, da wo wir es leisten können. Denn es ist auch ganz klar, wenn wir auf eine zentrale Ebene gehen, dann sind wir nicht mehr nachher im Produktbereich Wäschepflege, sondern dann stoßen wir vielfach auch an die Grenzen des Konzerns. Dass wir einfach sagen, es gibt gewisse Vorgehen und Regeln im Konzern, die vielleicht für das Thema Wissensmanagement nicht ganz optimal sind. So dass wir dann vielleicht auch mal in einem dritten oder vierten Schritt bei manchen Themen auf die Ebene des Konzerns gehen müssen. Und dass wir dann sagen, okay, und das kann ich nur auf Ebene Konzern lösen. Deswegen, wir fangen an erstmal da, wo wir es lösen können, bei uns. Bei uns heißt dann in den jeweiligen dezentralen Einheiten. Im zweiten Schritt heißt bei uns am Standort, also Themen für den ganzen Standort. Und wir haben dann auch vor, durchaus bei uns in dem Produktbereich, wo wir uns dann in einen weltweiten bewegen. Und damit sind wir, in Anführungsstrichen, die das jetzt machen, schon ausreichend beschäftigt. Super, danke. Das ist ja auch ein Kapazitätsthema, muss man ja auch sagen. Ja, richtig. Kapazität habe ich für das Thema zur Verfügung. Weil Wünschen und Ideen haben wir auch viele. Also unsere Ideen sind, gehen deutlich über das hinaus, was wir zurzeit an Kapazität da reinbringen können. Danke. Da passt ja meine anschließende Frage wunderbar dazu. Das war nämlich diese, Sie haben ja gesagt, Sie haben die beiden großen Bereiche, Beratung und dieser Change-Prozess. Und ja. Sie haben die fünf Leute zur Verfügung. Wie würden Sie denn so ungefähr einschätzen, das Aufwandsverhältnis zwischen dem Betreuen von dem Change-Prozess und der Motivation und dem, was Sie wirklich real jetzt die Beratung machen? Gut, das lasse ich gleich die Frau Heinze antworten, aber kurze Ergänzung. Wir in dem Team sind fünf Personen, aber diese fünf Personen arbeiten nicht Vollzeit an dem Thema Wissensmanagement. Wir haben mal für uns eine Kapazitätsplanung für dieses Jahr gemacht und über diese fünf Personen wird in etwa ein Menschjahr, Mannjahr Kapazität für das Thema Wissensmanagement zur Verfügung stehen. Also es ist dann eine Person, aber die durch fünf erbracht wird. Zu der Frage Einsatz, Kapazität, Aufwand und Nutzen am Ende, im Sinne von auch Ergebnisse schaffen. Ich glaube, das kann man ganz standardgemäß beantworten. Das Thema ist noch sehr am Anfang, daher ist der Aufwand im Change Management aktuell noch höher, den wir reinstecken, als wir am Ende tatsächlich Beratungsprojekte fahren.
aber es nimmt gerade die Balance an oder die Tendenz an, dass wir in eine 50-50-Situation kommen. Wahrscheinlich auch bis Ende des Jahres sogar, weil wir auch dazu lernen, unsere Change-Management-Maßnahmen anders auszurichten. Das ist ja auch ein Lernprozess bei sich selber, wo man sagt, okay, da haben wir viel Aufwand reingesteckt, da haben wir vielleicht sogar mit externen Beratungen was gemacht, und aber das Ergebnis war nicht so, das brauchen wir nicht mehr machen, während wir halt sagen, dass mit Change-Management-Maßnahmen schon direkt ein Beratungsprojekt eigentlich ein kleines sein könnten, also wo wir da selber uns auch so finden, dass wir sagen, dass vielleicht ab nächstes, übernächstes Jahr sich das Verhältnis in Change-Management läuft einfach mit, weil wir auch eine gewisse Gewöhnung haben und der Hauptkapazitätsanteil geht in die Beratungsprojekte. Dazu eine kleine Ergänzung oder ein Zitat, und zwar, wir hatten es ja ausgeführt, wir haben im April 2015 mit aus dem sogenannten Rollout angefangen. Da war es schwerpunktmäßig Change Management. So ganz klar informieren über das ganze Thema, sensibilisieren und so weiter. Und dann habe ich in etwa im August, September des gleichen Jahres eine Rückmeldung von einer Führungskraft bekommen nach dem Motto, im Change Management seid ihr ja besser als in den Inhalten. So, also das heißt, für mich erstmal positiv, also Change-Management-Aufgabe haben wir am Anfang sehr stark gestresst und jetzt geht es um die Inhalte. Aber trotzdem wird es weiterhin, ist unsere Überzeugung, immer eine Change-Management-Aufgabe sein. Das Ganze, weil wir ja letztendlich hier einen Change erzeugen wollen. Sie haben ein Thema mit angeschnitten in Ihrem Prozess, was so vielen immer so graue Haare bereitet. Das ist dieser Wirksamkeitsreview, und da stand was von Key Performance Identification, also KPI ist da drin. Und das ist immer relativ schwierig zu bestimmen. Was sind denn so typische KPIs, die Sie anwenden? Mehr qualitativ, gibt es da quantitative, das ist auch immer so ein spannendes Thema. Also da haben wir den Vorteil, weil wir das ja auf Projektebene machen, also auf Beratungsprojektebene, dass wir da die Ziele, die sich der Fachbereich selber hergenommen hat, messen. Also wir definieren mit ihm, wenn sie sagen, wofür die Business Management machen wollen, was sie erreichen wollen, definieren wir in dem Moment ihre ganz eigenen KPIs, und die nehmen wir dann auch her zu messen. Das sind sowohl qualitative wie auch quantitative. In einem Bereich hatten wir das, die auch als Dienstleister arbeiten, wo ein KPI war, die Anzahl der Rückfragen, die an sie kommen, obwohl die Unterlagen eigentlich alle vorhanden sind. Also sprich, wenn weniger Rückfragen kommen, heißt es ja automatisch, dass die Leute die Unterlagen besser finden oder besser anwenden können, wie auch immer. Also da ist das in beide Richtungen möglich, und da haben wir da angenehme Situationen, dass wir da im Fachbereich an ihren eigenen Zielen messen lassen dürfen. Und ich sehe aber, dass im Chat es noch eine weitere Frage gab. Ja, ich glaube, das haben Sie ja schon erkannt, ne? Das ist also, wie trägt man Keep halt eben nicht nur übers Management halt eben in das Unternehmen, sondern dass man halt eben auch so eine Eigenidentifikation von Wissenden, die dann halt eben sagen, ihr habt ja Moderatoren, oder nicht Moderatoren, ihr habt ja einen Methodenkoffer, und dass man den halt eben langsam oder kontinuierlich vorantreibt. Ne? Ja, genau, also wir haben verschiedene Rollen innerhalb von diesem Keep-Team. Und da ist es durchaus die Möglichkeit, auch Mitarbeiter aus anderen Abteilungen mit diesen Keep-Rollen zu belegen. Also wir jetzt gerade mit dem Herrn Delfner und mir als Person sind die Gesamtkoordinatoren, die das Thema hauptsächlich treiben. Und wir achten da aber darauf, dass wir sehr so frühzeitig wie möglich, also sprich jetzt auch schon, da die Rollen auch in die Abteilungen am Standort mit verteilen. Funktioniert noch nicht ganz gut. Ich glaube, weil wir auch bisher zu wenig Nutzen gestiftet haben. Was hat man davon, wenn man da mitmacht oder mit dabei ist? Aber was auch für dieses Jahr noch mehr Fokus ist, das nicht als alleiniges Thema von uns zu lassen. Also was wir nicht gezeigt haben, ist im Grunde der organisatorische Rahmen, in dem wir uns bewegen. Also wir sprechen hier, also wir haben A, mit dem Management einen starken Kontakt. Da reden wir von unserem strategischen Team, und wir haben halt aber auch aus dem Projekt heraus in verschiedenen Abteilungen Unterstützer, nenne ich sie mal, das ist im sogenannten Operativen. Da sind Entwickler dabei, zwei, da ist IT mit dabei, da ist auch HR mit dabei. Und das, was die Frau Heinzing geschildert hat, was wir denn noch weiter wollen, ist, unser Ziel ist genau das, was Ihre Frage ist, im Grunde in jedem Bereich nachher jemanden zu haben, dem wir dann eine spezielle Rolle geben, der dann der Keep-Unterstützer vor Ort ist,
und der dann auch ein gewisses Methodenwissen hat, wobei wir nicht den Anspruch haben, dass jeder alle Methoden kennen muss, weil dafür haben wir ja die Methoden RONA auch definiert, die ihre Methode letztendlich unterstützend mit oder bei der Einführung mit unterstützen können. Das kann ja einerseits auch eine Sensorik sein, also ein Sensor sein, von Ihnen in die Abteilung, aber auch umgekehrt. Richtig. Und vor allem umgekehrt, das ist das, was uns noch mit am wichtigsten dabei ist, da auch, weil letztendlich als Dienstleistung ist es ja etwas für unsere internen Kunden, wo es uns selber ein Herzschlag anliegt, da auch eine Rückmeldung vielleicht auch ungefilterter zu bekommen, als es wir aktuell bekommen. Also Sie haben es auch ganz richtig gesagt, Sensorik, weil was wir natürlich wissen, ist auch, dass in vielen Fachbereichen mit dem Thema Wissensmanagement schon ganz gut umgegangen wird, wir aber die konkreten Vorgehensweisen nicht kennen. Also das ist auch dieses, wo wir sagen, unser Anspruch ist auch, Solution-Sharing zu machen von Lösungen, die nicht von uns vorgegeben werden, sondern die aus der Organisation heraus von, ich nenne es mal von selbst, angewendet werden. Oh, danke. Da hat er immer so gute Vorsätze oder Wünsche fürs neue Jahr. Und was wären denn so Ihre Vorsätze, Ihre Wünsche, was Sie als große Herausforderung im nächsten 1,5 bis 2 Jahren gerne lösen wollen? Also das für mich ist im Grunde das, worüber wir zum Schluss gesprochen haben. Also eben halt das Thema Keep. Außerhalb dieses engen Kreises, ich nenne jetzt nochmal dieses operative und strategische Team, wie wir das bei uns benannt haben, herauszubringen und eben halt in der Organisation mehr Unterstützer zu bekommen, nicht nur projektbezogen, sondern eben halt im Grunde auch im Tagesgeschäft, nenne ich es mal. Ja, und für mich persönlich, ob man das schon in den nächsten 1,5 bis 2 Jahren komplett umsetzen kann, aber auf jeden Fall, dass wir mit Keep es schaffen, das Wissensmanagement als dankbares und hilfreiches Thema angesehen wird und nicht ausschließlich als oder mehrheitlich als lästiges und naja, jetzt mache ich das halt auch noch Thema und dass ein echtes Wissensmanagement wirklich selbstverständlich auch ist. Und nicht nur, weil wir mit Keep kommen, sondern weil Keep selbstverständlich geworden ist. Also ganz vielen Dank dafür. Gabriele, möchtest du das Schlusswort übernehmen? Also ich bedanke mich erstmal vielmals für die ganz interessante Session, die ganzen Informationen und ich fand es toll. Ja, auch von meiner Seite vielen Dank für den sehr offenen und ehrlichen Einblick. Ich denke, es ist ein spannender Ansatz, den Sie da verfolgen, der sicher noch so seine Herausforderungen hat, aber glaube ich schon auch sehr inspirierend ist, weil viele Organisationen in meiner Wahrnehmung hadern so mit dieser Fragestellung, wo verorte ich das Ganze? Arbeite ich jetzt an diesem einen großen globalen Konzept oder lasse ich jeden machen, wie er möchte? Und ich glaube, da haben Sie eigentlich einen sehr guten mit dieser, was ich vorhin gesagt habe, mit dieser Balance, eigentlich einen sehr guten Ansatz gefunden und drücke die Daumen, dass er sich jetzt auch in den nächsten Jahren noch weiterhin so bewährt, wie er sich schon bewährt hat. Herzlichen Dank. Ja. So, vielen Dank. Genau von unserer Seite.